ja jährlich die Entwicklung her und Sie kennen die Aussage, dass wir vor 2 Jahren die Milliardengrenze der Reisenden überschritten haben. In 2016 hatten wir 1,235 Milliarden Reisende, Touristen angemeldet in 2016, das heißt ein weltweites Wachstum von beinahe 4% und 46 Millionen Touristen mehr als 2016. Die Deutschen selbst sind nach wie vor Reiseweltmeister. Wir haben 1,67 Milliarden Tage privat und Reisen verbraucht. In der Statistik, wenn man vom Kreis bis zum Baby das umlegt, hat jeder Deutsche mehr als 20 Tage pro Person hier gereist. Das zeigt, dass die Reiselust in Deutschland ungebrochen ist, auch wenn es in einzelnen Segmenten leichte Rückgaben gab, es Verschiebungen gab, weniger Tagesreisen. Insgesamt ist die Aussage, dass die Reisefreudigkeit ungebremst ist. Zum Reisen in Deutschland und wir sind hier auf der EGB und in Deutschland selbst noch einige Sätze. Auch das Wachstum hat sich auch in den Belastungszahlen wieder gespiegelt. Wir sind im 7. Jahr in der Folge gewachsen. Insgesamt waren es 457 Millionen Übernachtungen mit 3% gegenüber 2016. Ein sehr schöner Zuwachs bei den inländischen Gästen. 3% mehr bei den ausländischen Gästen und 1% mehr Wachstum zu verzeichnen war. Insgesamt gute Zahlen. Das spiegelt sich dann auch im Gastgewerbe wieder mit fast 3% mehr Umsatz als 2015. Wenn man mal preisbereinigt das nimmt, ist immerhin noch rund 1%. Auch hier ein Wachstum zu sehen. Der Flugverkehr, wie Sie wissen, ist eines der Backbones, gerade auch des Flugtourismus und des Ferntourismus ist hier. Deutschland zählt rund 223 Millionen Passagiere, das sind 3,4% mehr als 2015. Aber, und das muss man sagen, im internationalen Vergleich sind wir da doch unter durchschnittlichen Entwicklung in einigen anderen Regionen, natürlich in Asien, aber auch in anderen europäischen Regionen gibt es ein Wachstum. Spannend wie immer ist natürlich die Frage dann mit Blick auf 2016, geht es nun in 2017 weiter.